Moinsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 4 mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zockt. Moin. Das Wasser hier sieht aus, als würde das Wasser kochen, aber. Das kocht ja auch. Heißes Wasser? Ja, das kocht ja auch. Bisschen heißes Wasser? Ja. Meinte hier im Mod-Paket, nicht in der Realität. Nee, da könntest du jetzt irgendwelche schönen Sachen mitmachen. Ich weiß auch nicht mehr was. Auch nicht. Eben ein Water, vielleicht ist das Reheated Water. Hast du einen Sandbaum gehabt da? Ja, stimmt, daran war ich noch zu Gange. Ich brauche einen Sandsapling. Daran arbeite ich. So. Okay, Opa, wir werden die Leaves alle austauschen. Das nervt. Was? Hier, guck mal hier. Ganze Reihe Leaves weg. Weißt du was? Das machen wir mit Glas. Sieht schön aus. Geht mal auf den Zwirn, dass die Leaves dauernd despawnen. Jawohl, ich habe einen Sandzeppling. So, dann mache ich jetzt erstmal das nächste. Hey, wir kommen weiter. Bauen, Clay. Bauen. Ich habe eine Bürsche. So, mit der Birke Creeping Moss. Okay. Alter, du hast Tinman? Ich bin der Tinman. Gut, dann bin ich jetzt dran. Warte. Der Tin Man. Yay, ich hab Tin. Guck mal, jetzt. Yay, 16 Tons. Was ist das? Zeig ich dir. Das ist das. Oh. Wer? Ich pflanze ein. Ja, sehr gerne. Boah, jetzt gibt's Kohle. Kohle. Nein, für Tin Sapling brauchen wir jetzt eine Tinkerschmelze. Ja, craften wir. Bau an. Wir fangen an, Mörtel zu craften. Aber ich würde sagen, ich erweitere mal das Grundstücksgebiet. Da wollen wir noch ein bisschen Erde wegnehmen. Ah, ich sehe gerade, hier ist frei. Ed Tinker, wir brauchen. Was brauchen wir denn dafür? Porzellan brauchen wir dafür. Was? Moment, für den Porzellan, ne? Ja. Oder wir machen die normale Schmelze, Mörtel. Dafür brauchen wir Sand, Kies. Nein, und Clay. Um den Timbaum zu bekommen, brauchen wir die Porzellanschmelze. Ehrlich? Ja. Nee, brauchen wir gar nicht. Alles da hat sich. So, was brauchen wir? Also, wir brauchen Clay, wir brauchen Gravel und wir brauchen Sand. Ich würde sagen, darum kümmere ich mich in dieser Folge um die Ernte. Von ordentlich Sand, Clay und Gravel. Ich glaube, das ist ein Wort, ne? Ja. Und ich ernte gleichzeitig auch noch ein bisschen Bone Meal für dich. Was wollen wir da? Clay, Gravel und was war das noch? Sand, ne? Gravel, Clay und Sand. Och Mann, ey, wie hieß das Ding nochmal, was man dafür brauchte? Dann. Mörtel. In Deutsch heißt der Mörtel. Ich weiß jetzt nicht, was Mörtel auf Englisch heißt. Hau mal ins. Ja, wenn das geht. Ja, das übersetzt dann automatisch. Nee, funktioniert nicht. Ich drücke Shift T, aber es geht leider nicht. Wie sieht denn das aus? Das ist so ein gräulicher Block, der sieht aus wie Gravel, nur hell. Warte mal. Ist so ein Tinkers Construct. Tinkers, wollte ich gerade sagen. Seared Brick. Ah. Genau, guck unter Seared Brick, wie das angefertigt wird. Grout.
Groot, genau, Groot. I'm Groot. Richtig. I'm Groot. Hier steht, ich bin Mörtel. Ja klar, ist ja eben eingedeutscht. Da, dass die Funktion mit T nicht funktioniert, geht in allen anderen. Brauchen unbedingt andere Storage. Das ist schon echt nervig. Wir haben alles voller Holz und es gibt keine Drawer hier. Ja, es ist scheiße. Das muss der ausgepatcht haben, weil, wie gesagt, den anderen Let's Play, was ich gesehen habe, der hatte diese Dinger. Der Hund, der, ey. Der hat's drauf. Saftzack. Achso, hast du schon. Bin die ganze Zeit dabei. Warst du schon auf dem Dings? Warst du schon im Bett? Was für ein Bett? Ja, ein Bett? Ja. Warum sagst du mir nichts? Alter, ich bin auch müde, nicht nur du kannst schlafen. Ja, ich hab das Achievement schon gemacht, muss man zweimal rechts aufs Bett klicken. Jawohl, danke. So, dann. Clay, fangen wir mal an mit Clay. Okay, Clay, ich sehe gerade, du hast schon gecraftet. Und noch ein paar Knochenblöcke, die packe ich hier rein. Ihr weißt, was die zusätzliche Kiste für die fertigen Produkte wäre, nicht schlecht. Ja. Ah, hier sehe ich gerade, hast du eigentlich schon. Ich habe 27 Clay in der Tasche. Ich weiß, habe ich hier gerade reingeschmissen. Ach, du hast mir die gegeben, okay. Und, ich sehe es gerade. Der will auch. Es fehlt Sand halt. Massiv Sand. Ja, Sand fehlt wirklich massiv. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir mal Sand ernten. Pack mal den Mulch auch mal hier in die Truhe. Hol dich überhaupt bei die Haupttruhe. Ah, wunderbar. Es sind auch weitere Truhen. Was wollen die Schweine haben? Karotten. Wo ist denn das andere Schwein? Hier ist eins. Komm mit. Hier in der Ecke, wo ich stehe. Komm mit. Komm. Ja, hast du keinen Zaun gebaut? Ich mach mal einen Zaun. Bling. Zauntor. Sperr die mal da rein. Weil die machen, die zerstampfen. Oh, was hast du hier gemacht? Hier ist der Teller kaputt. Sperr die Schweine doch mal ein da hinten. Ja, ich bin da dabei. Hey, kommt her. Hier, guck mal. Hab nix. Voll also. OP. Folgt dem lieben Onkel Opi, ich hab nix. Da Kosto scheint die Spawnrate der Items runtergeschrubbelt zu haben. Die Items verschwinden viel schneller als sonst. Das ist doof. Allerdings. Ich habe hier gerade Sachen. Wir sind gerade ein paar Sachen rumgefloatet. Wollte die nachträglich einsammeln, da waren sie weg. Taschen leeren. Kleinste Tinkerschmelz ist dann 3x3, ne? Ich glaube schon, aber ich würde eigentlich schon ganz. Ja, gut, wir müssen an. Kann man denn Skip Bricks auch durch Cobblestone machen? Oder hat er das auch deaktiviert? Ups, falscher Knopf. Seared Bricks kannst du durch Grout machen. Und nur durch Grout.
Nein, du kannst es auch dann in der Schweze mit Seared Stone machen. Ja, wunderbar, dann geht's doch da schon mal. So, ich habe noch mehr Sand. Nee, du kannst echt nicht mit. Mit Petrified Ember kannst du es machen. Dabei. Das ist ein richtiges Arschloch, weißt du das? Ah nee, doch, mit Stein kannst du auch machen. Boah, erschreck mich nicht. Ich kriege über den Herzinfarkt. Das heißt, wir müssen erstmal eine kleine Schmelze irgendwie hinbekommen. Ja, ich habe noch mal 48 Mörtel. Ja, dann brenn mal durch da die Hütte. Ein bisschen auf, dann geht's schneller. Mitten im Weg? Ja, erstmal. Oder fangen, hast du keine besseren Ideen? Erstmal Weil wir nichts. brauchen noch einen Seared Tank. Ja, Seared Tank. Glas habe ich. Und wir brauchen. Hast du das Glas schon genommen? Ich habe kein Glas. Glas irgendwo dran. Ah, hier ist Glas. Machen wir gleich zwei Seared Tank. Aber Lava müssen wir auch noch anfertigen. Dürfte kein Problem sein. So, wir brauchen dann noch ein Casting-Table, ne? Ja. Ja, dass du das Achievement kriegst. Hast du das Schmelzereigehirn schon? Nein, den Controller habe ich noch nicht. Gut, dann mache ich den. Park gegenüber vom Tank, genau. Och Bist du schon Mann, wieder? ey. Am Anfang hätten wir es gebrauchen können und jetzt. Jetzt brauchen wir es nicht mehr und jetzt sind wir nur noch vollgepisst. So, wie sieht denn das aus mit ein bisschen Lava schon mal? Dafür brauchen wir einen richtigen Bucket. Wir haben aktuell das Problem, wenn ich jedes Mal den Clay Bucket nehme mit Lava, dann geht das jedes Mal kaputt. Ja gut, aber es ist halt erstmal besser als nichts. Das stimmt. Clay habe ich glücklicherweise genug, also dürfte das nicht ganz so schmerzhaft sein. Möchtest du schon mal die Schablonen und sowas machen? Ja, welche brauchen wir? Ingot. Nur wie wollen wir Ingots gießen ohne Material wie Gold oder Aluminium Brass? Craft a Sand Sapling? Die hattest du auch noch nicht? Ne, habe ich doch gesagt, du sollst mir noch die ganze Zeit besorgen. Oh, sorry, ich hatte jedenfalls endlich, bevor ich dir gegeben, also ja, bevor ich dir gegeben habe, ist umgewandelt zu einem Birken. Okay, Mörtel brauchen wir schon mal nicht mehr. Dann brauchen wir noch, wie gesagt, da brauchen wir Gold und sowas. Wir können mit der Smelting noch nicht viel machen. Doch, du kannst Ingots auch anders machen. Ja, stimmt, mit Matsch, mit Ton meine ich. Stimmt, ich erinnere mich. Und was anderes machen gerade wieder an. Ich wollte noch einen Hals, noch einen Half-Slap. Ja. Weil das nervt. Machen wir den Hast Cauldron leer. du einen Birken-Sapling? Hatte ich. Den habe ich umgecraftet. Zu einem Kohle-Sapling.
Dafür kriegst du aber auch kein Achievement, ich habe da keins gekriegt. Ja, ich brauche aber definitiv noch einen Birken-Sapling. Dann mache ich dir noch eine Birke. Ich brauche dafür einen Sand-Sapling. Ja, den habe ich. Okay. Zack. Hier, bitte. Moment. Warum? Birkenholz für irgendwas? Ja. Habe ich was verpasst? Wofür? Warte. Ich sehe gerade die Smeltery, fehlt noch ein Block. Dann mache ich den letzten Block für die Smeltery. Smeltery ist online. Gut, kannst du da schon mal Zeug reinschmeißen, also beziehungsweise halt nicht Zeug reinschmeißen, sondern ja, ich bin gerade dabei. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen von dem Zeugs. Ja, ich brauche jetzt erstmal Lava. Ja, ja, bin dabei. Ja. Sehr schön. Da liegt auch schon ein Brick drin. Ich würde sagen, noch eine extra Truhe, extra für die Smeltery-Sachen. Was sollst du da reingießen? Wasser? Den Zinn, ne? Hä? Wo hast du so viel Zinn her? Wie viel brauchen wir? Gibst du mal einen Zinn-Zeppling? Weil ich hab keinen Zinn-Zeppling, den will ich damit hier herstellen. Roten Zinn. Ah, okay, ein Ingot Zinn. Es sind 6 Ingots drin. Tin-Sapling, dann mache ich noch einen Tin-Sapling. Oder machst du den gerade? Den mache ich doch gerade. Ja, okay. Consumes, Consumes Cast. Ein Birken-Sapling. Ein Ingot braucht er nur. Ja, und 6 Ingots sind drin. Okay, irgendwas machen wir falsch. Pur. Roten Tin. Okay. 144. Okay, das ist gerade sehr verwirrend. Holzes Spin über einen Birkensetzling. Verbraucht Gussform. Ja, das verbraucht als Gussform den Setzling selber. Und es muss ein Porzellan-Casting-Table sein. Was? Okay, ich mache eben Porzellan. Mach ich eben. Hast du noch Bonien? 2, aber es dürfte reichen, oder? Mal nach. Ja, müsste nicht reichen. Du machst 4 unfired Porzellan aus einem Bone Meal. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, ich brauch 7 Bone Meal. Okay, da muss noch mehr Bone Meal gemacht werden. Nee, warte mal, vergiss es. Es kommt aus einem, kommt 4 raus. Nicht so gut, ne? Okay, erstmal das erste durchbringen. Ah,
Ah, es geht so lange. Komm hier, Mensch. Das Schwein ist irgendwie gestorben. Ich weiß nicht, warum das Schwein gestorben ist. Wenn irgendeine Frucht stachelig ist, kann das passieren. Deswegen darfst du auch zum Beispiel niemals einen Kaktus reinpflanzen. Er lag neben der Melone. Die Melone. Das könnte eine Ursache sein. Könnte sein, ja. Ah, ich sehe schon, du machst Porkshop. Wo hast du Porzellan Brick? Die rausgenommen. Geht trotzdem nicht. Muss das Ding eventuell ein bisschen höher sein, weil der jetzt so komisch hier steht? Weiß es nicht. Meinst du, es könnte sein, dass vielleicht gar keine Flüssigkeit da rausläuft? Ja, weil es ein bisschen höher sein muss wahrscheinlich, weil es der unterste Dings ist. Okay, komm her, machen wir nochmal Seared Brick drei Stück. Ja. Aber nur ein bisschen Mörtel herstellen. Haben wir davon genug? Moment, ich mache eben welches. Ich habe mir das Zeug hier oben reingeschmissen. Oh, ernsthaft, es fehlt Sand. Hast du noch einen Sand oder sowas? Mindestens einen Sand? Nein. Ich gucke mal. Ah, verflixt und zugenickt. Ich gucke mal, ob ich nochmal schnell Sand machen kann mit der Ernte jetzt. Ja, kann ich. Komm her. Ich habe auch nochmal irgendwas geholt. Hinter dir. Da. Ja, 16 dürfte ausreichen. Ja, definitiv. Wir brauchen 4, 8, 12 Stück brauchen wir. So, der Lavatank ist voll genug, also daran kann es auch schon mal nicht mangeln. Aber nicht, das muss doch gehen. Nee, wie gesagt, ich vermute mal, dass es zu, weil der Birken setzt ihn so ganz gut. Opa, ich habe den Fehler gefunden. Ja. Das hier ist kein Dingens, das ist kein Ausguss. Ey, was hab ich? Das ist kein Ausguss! Kann nicht gehen! Oh, Kack, ey. Gib mal her deine Seedbricks. Ja, hab ich umgecraftet. Was? Was ist hier umgecraftet? Ja, zu Seared Bricks. Ich brauche wenigstens noch einen. Alter, mir fehlt noch ein Seared Brick. Hast du einen noch? Gib mal einen her. Ich habe 5 Stück, ich brauche noch einen. Ja, weißt du was? Gib mir mal einen her. Ich hatte mich auch 5 Stück. Oh, das ist die Erklärung, warum das die ganze Zeit nicht ging. Du hast verkackt. Halt die Klappe, ey. Erzähl das keinem. Naja, jetzt haben wir wirklich die größere Schmelze. Ja. La 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 la. Ich hab einen Titel für die Folge. Opa verkackt. Ich brauch den Setzling auch, das Titel schief mit sich. Ja.
welche Reihe frei? Ja, mach einfach hier neben. Nee, hier brauchen wir Kohle. Das ist ja mit der Kohle hier. Dann machen wir hier frei. Ja, wunderbar. Hä, alles frei? Brauchen wir denn so viel Erde gar nicht mehr? Nee, ne? Nö, Erde brauchen wir nicht mehr. Wunderbar. Hast du noch zu viel Kohle zu links? Ich bin den Kohle-Sippling gebrochen. Nö. Ich habe ja nur ein einziges Mal geerntet, das Zeug. Muss dann öfters ernten, damit. Ach, oh, endlich ist es ja cool, ey. Oh, das tat schon in den Ohren weh. Nicht dieses Wetterding. Ich hab's nochmal so eine Art so ein Wetterbeseitigungsgedönse. Jo, aber. Symbolportfolio, Wetter erschaffen. Nein, danke. Weißt du was? Wir setzen ein Dach hier oben drüber. Ja. Wäre da auch schon mal eine Maßnahme. Wenn wir Holz haben, wir doch genug. Wir könnten locker schon mal anfangen, so ein, weiß ich nicht, hier so eine Art Gewächs aufs Dach draufzusetzen. Ich hab keine Lust. Ja, Tasche ist voll, hier floatet was rum. Vielleicht kannst du das einsammeln, bevor es despawnt. Nö, ich kann das nicht. Meine Tasche ist voll. Meine auch, deswegen ja. Jo, hast du Pech. Ich hab noch einen Porcelain Brick, den brauchen wir auch aktuell nicht. Zinn wäre echt geil. Ja, Zinn wäre geil, aber wie gesagt, die Zeppelin-Spawn-Rate ist sehr, sehr niedrig. Ja, 5% halt, ne? Und halt 140% erhöht durch, beziehungsweise 40% erhöht, das heißt, wir sind bei knapp 9%. Ach, weißt du was, ich möchte schon den grünen Mulch haben, aber ich glaube, davon kann man noch lange, lange träumen. Was für ein Das heißt, ich stelle mich jetzt die ganze Zeit hier hin und mache Zinn, Kohle, Zinn, Kohle, Zinn, Kohle. Mache ich eben noch ein bisschen Sand, dann kann ich aus dem Sand noch weitere Saplings herstellen für Kohle. Okay. Hast du hier absichtlich einen Sand-Sapling ausgetauscht gegen Bone? Nö, die waren frei. Die habe ich da einfach so hingepackt. Sander geworfen. Einigkeit ist so gering. Ja, 5% ist schon. Max, schneller, du Penner, ich brauche Settings. Okay. Hast du mal in der Settling-Kiste geguckt, ob da nicht eventuell sogar noch Sand und Settling und sowas drin sind? Das? Ja, muss ich. Mach ich mal eben. Ich schau nach. Bone, Gravel, Cottonwood, Sand. Ja, ich kann zwei umcraften. Aber wenigstens. Ich wollte aber auch einen richtig, so richtig schnatzen, ne? Nee, und du bekommst Was? Kein Sapling von mir. Was? Wieso? So sagt sich das, der Pott hier. Hinter, vielleicht überlegt es sich nochmal anders. Haben wir noch Birkensitzlinge? Birken? Nein, aber ich kann eben welche herstellen. Ja, mach mal nochmal 5 Birkensitzlinge. Mir ist schon klar, dass ich die Birke durch die Sandsitzlinge kriege, ne? Und ich wollte die Birken eigentlich wandeln zu Kohle. Ach so. Aber gut, dann kriegst du die 2 Birken. Kurz eine Birke machen. Ach ja, noch weitere 10, ne? Ja, genau. So, wo sind denn die Birken? Was, diese Sandsetzlinge, ne?
Aus Sand. Yep. Aus Sand kommen die raus. Die sind leider auch selten. Einen habe ich schon wieder. Okay. Hol ich den gleich ab, ich komme gleich mit zwei Zinn. So, gib mir die Sand. Da liegen sie. Yep. Einer nur. Naja, besser als keiner. Hab ich gesagt, einer. So, da kommt noch ein Zinn. Ich hätte schon wieder einen. Gut, aber den mache ich zu Kohle. Mach das. Schön. Dankeschön. Ah, ich muss erstmal neuen. Also Kohle bekommst du rein ausschließlich nur durch Zinn. Ich kriege durch die. Nicht durch Zinn, durch Birke. Richtig. Craft a piece of coal. Mache ich jetzt noch zwei Kohle? Kohle, Sand, Gravel, Clay. Collateral Damage. Collateral Damage. So. Hast du keine Coal Risen? Hey, man kann durch einen Coal Acorn kann man eine Fackel herstellen, weil das ist ein teures Rezept. Ich finde, dass man mit Kohle was viel Besseres machen kann, mit diesen netten, tollen Kohlendinger hier. Kohlerkorn, ne? Emma is the color of my dinosaur. Emma ist die Farbe meines Dinosaurs. Okay, Emma ist seine Farbe. Danke, und was hast du mitgeworfen? Eisen. Iron M. Alter, wie bist du denn daran gekommen? Das macht. Sand, Clay, Gravel, Coal. Oh, sehr gut. Aber das ist halt der nächste Schritt. So, ja, wir müssen auf jeden Fall in die Smeltery schmeißen. Da sind zwei Ingots raus. Sauer. Aber ich brauche trotzdem ein paar Coal-Acorn. Coal Resin meine ich. Ich hätte noch 13. Ja, her damit. Ja, Collateral Damage. Hinter dir. Leck das Server und sammelst du die Kohle nicht ein? Vielleicht, weil ich keinen Platz mehr im Winter habe. Ah. Ach, kacke. Opa, wir müssen aufhören, die Folge ist vorbei. Ach, shit. Jo, alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Also, liebe Zuschauer, wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.